Traumhaft wird Ihnen präsentiert von PUR Yachtcharter. Hallo und herzlich willkommen zum großen Staffelfinale von Traumhaft. Ich habe mich mal wieder auf den Weg gemacht, um ein bisschen Boot zu fahren. Und ich bin diesmal in der Mecklenburgischen Seenplatte und der Brandenburgischen Seenplatte. Fahren werden wir mit einem wunderschönen Schiff, mit einer Linsen, mit der La Cabana von PUR Yachtcharter. Und dabei viel Vergnügen. Und wo kommt ihr? Wir kommen aus dem Kreis Lippe, zwischen Nordrhein-Westfalen. Detmold. Detmold, ja. Da seid ihr auch über die Schiffer gekommen, ne? Über den Dortmund-Ems-Kanal. Nein, der Herne-Kanal. Das Schiff hier oben gestartet. Ja. Wo wollt ihr noch hin? Nee, leider unser letzter Abend. Ah, morgen genau, müssen wir schon wieder. Und wo wart ihr? Wart ihr bis zum Müritzhof? Kurz bis Miro. Ah ja. Wir haben letztes Jahr waren wir bis Rheinsberg und jetzt waren wir bis Miro. Eine Möglichkeit, ja, also wenn es klappt. Wir sind total, meine Freunde sind jetzt das dritte Mal hier oben. Also uns gefällt es sehr gut. Ja, ist auch ein traumhaftes Gebiet. Ja, dann wünsche ich euch eine Geheimreise. Ich bin der Thomas, du bist? Frank. Mach's gut, ne? Euch auch, alles Gute. Tschüss. Tja, wie man sehen kann, die letzten 7 Folgen waren ja mit der Renate. Jetzt sind andere drauf und wir fahren mit jemand anders. So geht's. Ja, natürlich muss so ein Hafen auch jemanden haben, der ihn pflegt, der ihn hegt, und das ist der André. André, du hast den Hafen jetzt hier schon wie lange? Wir haben den Hafen seit 2014. Also 14, 6 Jahre haben wir den Hafen. Und wie viele Liegeplätze haben wir hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 25? 25 Liegeplätze hier im alten Hafen und drüben im neuen Hafen, nicht weit entfernt, haben wir nochmal. Ach, der gehört ja auch. Der gehört mit dazu. Da haben wir nochmal 95 Liegeplätze. Aber ich finde den hier idyllischer.
der ist ganz idyllisch. Der neue Hafen heißt ja auch der neue Hafen, aber wir haben den ganz neu gemacht mit Stegen und viel Geld investiert, um hier so einen kleinen maritimen Hotspot entstehen zu lassen, dieser herrlichen Natur. Ich bin vor ungefähr 4 Jahren von Zehlenich hier mal durchgefahren, habe hier reingeguckt und habe mir überlegt, warum war ich in Zehlenich und nicht hier? Gut, ist eine andere Sache. Jetzt hast du mir gerade erzählt, du hast auch Schiffe im Charter. Also ich kann herkommen und sagen, aber das muss schon geplant werden. Ich kann nicht von heute auf morgen. Nee, im Moment sind wir ausgebucht. Ja. Aus der Corona-Zeit sind wir da positiv hervorgegangen, weil die Leute jetzt ihren Urlaub in Deutschland machen. Ja. Aber ansonsten ist eine Buchung bis zum Januar angesagt für den Sommer dann. Also kann bei dir auch führerscheinfreie Schiffe oder muss ich Führerschein haben? Ab Zehlenich bis nach Schwerin ist ein führerscheinfreies Gebiet. Ach, ja? Und da können Sie auch ohne Führerschein das große Jagd machen. Bis 15 Meter. Bis 15 Meter, ja, oder Gebote haben, ja, genau. Hast du noch vor, irgendwie noch hier noch mehr zu investieren? Weil du sagst, du hast schon viel Geld in Hand genommen, noch, willst du noch mehr machen? Also wir haben jetzt 6 Jahre recht viel investiert, richtig viel investiert in diesen schönen Ort. Und jetzt haben wir noch kleine Baustellen, die wir noch machen wollen. Wir wollen unsere Werftarbeiten ein wenig ausbauen, dafür wird die Halle mit der Boden neu gemacht, damit da kein Staub entsteht, damit wir schön lackieren können. Ja, und dann kommen hier noch 2, 3 Arbeitskräfte hinzu, die wir hier auch versorgen müssen. Deswegen werden wir Golfplatz gekauft, damit wir schon mobil sind. Ja, also du hast schon einiges an Mitarbeitern, ne? Wir haben hier mit 2 Leuten angefangen, ja, und 5 Schiffen und jetzt sind wir 15 und mit 17. Ja. Also schon ein Großunternehmen. Also wer hier in der Brandenburgischen Seenplatte oder auch in der Mecklenburgischen Seenplatte chartern möchte, der kommt nach euch oder wie gesagt nach Burgach chartern. Ne? Ihr tut das nichts. Wir tun uns überhaupt nichts. Wir betreuen hier sogar noch 4 Charterbetriebe, wo wir den Charter-Service machen mit unserer Manpower. Ja, also das ist doch mal eine Sache wert, um in Corona-Zeiten in Deutschland Urlaub zu machen, wenn, dann hier. Hier im alten Hafen in Zehlenich ist ordentlich was los. Und ich habe mir jemanden eingeladen, und zwar die Julia Pollock. Und Julia Pollock ist die Leiterin des WIN. Ich habe keine Ahnung, was es heißt, aber Julia, du wirst es uns erklären. Was ist WIN? Sehr gerne natürlich. WIN, das ist die Abkürzung für die Wassertourismusinitiative Nordbrandenburg. Und wir haben es uns zum großen Ziel gemacht, ja, hier das WIN-Revier, die Brandenburgische Seenplatte, gemeinsam mit der Mecklenburgischen Seenplatte eben zum attraktivsten Wassertourismusrevier im Binnenland Europas zu entwickeln. Jetzt kenne ich ja Mecklenburgische Seenplatte. Mhm. Was ist die Brandenburgische Seenplatte? Na, das ist alles, was zwischen Berlin und der Mecklenburgischen Seenplatte ist. Da, wenn man auf die Landkarte blickt, ist natürlich auch ganz, ganz viel Wasser. Und das nennen wir die WIN-Region oder eben die Brandenburgische Seenplatte. Und jetzt sind wir ja hier in Zehlenich. Also hier fängt es ja erstmal richtig an, richtig schön interessant zu werden. Warum starte ich hier und nicht in Waren? Na gut, das ist wahrscheinlich eine Frage der Perspektive, in welche Richtung man fahren möchte. Aber ich denke, hier in Zehlenich ist einfach ein ganz zentraler Ort, um entweder dann nach Norden zu starten oder es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten hier. Man kann auf den Finokanal fahren, über die Oberhavel-Wasserstraße und dann eben über den Langen Tröle in den Finokanal beispielsweise abbiegen. Der feiert in diesem Jahr sein 400-jähriges Jubiläum. Wow. Also ich denke, hier in Zehlenich ist man ganz zentral und hat sozusagen Möglichkeiten in alle Richtungen. Und was mich nur wundert ist, hier gibt es ja jetzt den alten Hafen, weiter vorne gibt es den neuen Hafen. Hier ist irgendwie so ein Ziegeleipark. Was ist das? Genau, das ist ein Industriemuseum. Dort wird eben gezeigt, wie Ziegel hergestellt wurden. Also wenn man auf die Karte blickt, dann sieht man auch, hier sind ganz viele Tonstiche. Da wurde Ton abgebaut, der dann eben hier verarbeitet wurde. Und sozusagen ganz Berlin wurde aus dem Kahn erbaut, nämlich aus den Ziegeln, die hier hergestellt wurden und dann auf dem Wasserweg eben nach Berlin verschifft wurden. Na gut, nach Berlin ist jetzt nicht so weit. Nein, aber durchaus auch. Ich habe vorhin ein Schild gesehen für Fahrradfahrer, 91 Kilometer. Tagestour, ne? Mit dem Fahrrad. Boah, stramme Tour. Stramm, aber mit den heutigen E-Bikes geht das ja. Was sind denn so deine Aufgaben? Du hast ja in Hellingsdorf ein Büro. Mhm, genau. Kommen da die Leute her oder hast du mehr E-Mail, Telefon? Na, wir haben jetzt sicherlich in Hellingsdorf weniger Publikumsverkehr, aber wir kümmern uns
zwar auch ein bisschen um die Vermarktung, aber der Fokus liegt schon auf der Infrastruktur. Also wenn man auf die Karte schaut, und das haben sozusagen die Landkreise, Städte und Gemeinden, die sich zu dieser WIN, zu der kommunalen Arbeitsgemeinschaft Wassertourismusinitiative Nordbrandenburg zusammengeschlossen haben. Das haben die 2004 getan und haben überlegt, was uns denn strategisch sozusagen noch fehlt oder wo denn zwischen diesen Wasserrevieren, die ja natürlich gegeben sind, aber wo denn da eben noch Lücken sind. Und die wurden damals definiert und ja, sozusagen da hat man sich zusammengeschlossen, daran zu arbeiten. Also beispielsweise der lange Trödel, den ich gerade schon erwähnt hatte, zwischen der Oberen Havel Wasserstraße und dem Finokanal, das war einfach ein Stück, das fast 100 Jahre im Dornröschenschlaf war. Und da sozusagen hat sich die WIN auf die Fahnen geschrieben, das eben wieder zu beleben und wieder auszubauen. Der wurde 2016 schon wieder eröffnet und ist jetzt eben wieder befahrbar, mit Charterschein befahrbar, sodass der historische Finokanal auch mit Charterschein zu erreichen ist. Oder ähnlich verhält sich es mit dem Werbelin-Kanal, die Verbindung zwischen Finokanal und Werbelinsee. Oder eben auch mit der Schleuse Friedenthal, die ist noch nicht fertiggestellt, da ist voraussichtlich noch in diesem Jahr der Baubeginn. Sozusagen, die dient der besseren Anbindung der Ruppiner Gewässer an die Havel. Und diese Projekte hat die WIN eben für sich definiert und da arbeiten wir dran. Jetzt noch eine Frage zum Abschluss. Bootsscheine, hast du die? Ich bin eher sozusagen mit dem unterwegs, was hier steht, mit dem Kanu, ja, mit meiner Familie. Meine Zwillinge, meine Kinder sind 6 Jahre alt und haben in diesem Jahr wirklich ganz groß die Freude am Paddeln entdeckt. Und da sind wir mit dem Vierer-Kanadier oder auch mit dem Kajak hier in der Gegend. Kann man ja auch wunderbar machen, ne? Ganz häufig jetzt unterwegs. Genau. Aber ich denke mir, Führerschein, der kommt noch. Die Zwillinge werden bestimmt den Führerschein binnen noch machen. Und mit der Mama dann hier rumschippern. Luda, vielen Dank, dass du mir ein bisschen erzählt hast, was die WIN macht. Und wir schauen mal weiter, was hier in Zedenick im alten Hafen noch alles zu sehen gibt. Ja, liebe Leute, das war der erste Tag hier. Wir fahren morgen früh ganz früh los. Jetzt wird noch schön gegessen und getrunken und einen schönen Abend. Das machen wir ohne euch. Also, tschüss, bis morgen früh. Ja, guten Morgen, liebe Leute. Zweiter Tag heute. Der Kaffee, der schmeckt schon super. Hab gut geschlafen. Ist ja auch kein Problem auf so einem geräumigen Schiff. Wir werden jetzt gleich frühstücken und machen uns dann auf den Weg über die Havel in Richtung Fürstenberg. Ja, liebe Zuschauer, jetzt sind wir endlich losgefahren und ich darf Ihnen erstmal vorstellen, Dr. Lorenzo Gündel, Eigner des Schiffes und Mitinhaber von Pur Yacht Charter. Lorenzo, wir sind ja jetzt auf einer Linsen. Was ist das für ein Schiff? Das ist ein holländischer Stahlbau, 43 Fuß lang, also 13,85 Meter, 4,30 Meter breit, 1,20 Meter Tiefgang. Hat für das große Gewicht von 16, 17 Tonnen einen einfachen 6-Zylinder-Steiermotor. Ja. Linsen ist sicherlich eine der Traditionswerften
und einer der erfahrensten Werften im Stahljachtbau, so wie die Holländer das hier üblicherweise machen. Naja, jetzt sagt man doch auch, dass Linsen der Mercedes unter den Yachten ist. Siehst du das auch so? Also, erstens mal weiß ich nicht, ob Mercedes heute noch ein Kompliment ist. Stimmt. Das Zweite ist, es ist ohne Zweifel eine hochqualitative Yacht. Vergleiche mit anderen Bereichen halte ich für illegitim. Auch ein Auto ist ein Auto und keine Yacht. Genau. Aber sie sind sicherlich qualitätsmäßig an der oberen, im oberen Level. Jetzt ist dieses Schiff dein eigen. Das ist nicht in Charter. Wie viele Charterschiffe habt ihr laufen? Pur Yachtcharter hat 15 Yachten laufen. An vier Stationen. Einmal in Buchholz an der Müritz. Wo wir ja auch noch hinfahren. Wir jetzt hinfahren. Dann in Miltenberg, wo wir herkommen. Ja. Etwas weiter südlich bei Potsdam. Dann in Werder, in der Vulkanwerft. Und dann haben wir noch eine Exklusivstation am Bodensee. Am Bodensee? Ja. Jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen, Bodensee, ob wir auch mit diesem Schiff hier... Da hast du mir irgendwas erzählt, am Bodensee, da wäre dieses Schiff zu breit. Wie kann ich das verstehen? Wie meinst du das? Es ist einfach so, der Bodensee hat eine limitierte Menge an Liegeplätzen. Und die liegen in der Regel so bei maximal 4 Meter. Wir würden das mit 4,40 Meter gar nicht anlegen können. Die vernünftige Breite am Boden, die maximale Breite am Bodensee sind 3,40 Meter, 3,50 Meter. Entsprechend sind auch die beiden Schiffe, die wir dort unten haben. Die eine ist 3,40, die andere ist 3,20 breit. Und damit hat man 108 Häfen zur Verfügung. 108 Häfen, mein lieber Mann. Muss man denn, ich habe da mal was von gehört, im Bodensee ein bestimmtes Patent haben? Ich habe da jetzt einen Sportbootführerschein Binnen und See. Kann ich damit auf dem Bodensee fahren? Ja. Ich meine, die Schwaben und die Bayern sind ja geschäftstüchtig. Es gibt das Bodensee-Schifferpatent, eine der Schizophrenien des deutschen Führerscheinwesens. Das Bodensee-Schifferpatent ist höherwertig als der Sportbootführerschein Binnen. Aha. Ja, höherwertig, gut. Also aber dann fahre ich ja mit einem minderwertigeren, würde ich ja da fahren. Aber nachdem nur wenige Leute das Bodensee-Schifferpatent haben, haben die das Ferienpatent erfunden. Also du kriegst dieses Ferienpatent auf dem Boden deines Sportbootführerschein Binnen nach Zahlung von 24 Euro an das Landratsamt. Und das fehlende Wissen, weil das ja höherwertig ist, das bringt dir der Engel Aloysius dann nachts und legst dir auf Kopfkissen. Also mit anderen, mit anderen mit Worten, anderen Worten ich zahle nur und kann es dann. Ja. Mhm. Gibt es denn auf dem Bodensee irgendwie was zu beachten, was ich hier jetzt nicht so beachten muss? Abgesehen von den Windverhältnissen, der ist ja nun ein bisschen größer. Also das, was wesentlich ist und sicherlich auch einer der Gründe für dieses Bodensee-Schifferpatent, das sind die vielen Naturschutzgebiete. Man darf nicht vergessen, der Bodensee ist der größte Trinkwasserspeicher Europas. Entsprechend scharf sind die Umweltauflagen. Berechtigterweise muss man sagen, es wird in vielen Dingen etwas übertrieben, aber es ist insgesamt schon richtig. Und das Zweite ist das Wetter. Der Bodensee macht sein eigenes Wetter, ist also praktisch nicht vorhersagbar. Und wir haben Föhnstürme, die schon beachtlich sind und in 0, nichts auftreten können. Aha. Also man muss das Wetter sehr genau beobachten. Also ist praktisch so wie auf der Deutschen Bucht, wo sich das Wetter auch von 0, nichts von schön auf stürmisch ändern kann. Extremer. Extremer sogar. Ja. Oh ja. Also sollte man da unten auch schon ein bisschen Erfahrung haben und nicht gleich... Wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt pur Yachtcharter anschreibe und sage, ich möchte nächstes Jahr mit 4 Personen, ich sag mal, hier in der Mecklenburgischen und Brandenburgischen Seenplatte fahren. Gibt es da eine Beratung von euch? Ja. Hier, das Schiff wäre geeignet, das ungeeignet? Oder kann ich sagen, ich will das Schiff haben? Also du kannst natürlich sagen, ich will das Schiff oder das Modell haben. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, was die meisten machen, sagen, wir sind 4 Personen, davon sind 2 Kinder. Ja. Also weiß ich, dass hoffentlich passen wir hier durch. Ja, also weiß ich, dass ich 4 Kojen brauche. Wir bieten dann in der Regel das kleinste verfügbare Schiff an. Mhm. Sagen aber auch gleich dazu, wenn ein Wunsch für ein größeres Schiff mehr Platzbedarf ist, dann hätten wir auch eine größere zur Verfügung.
die natürlich dann entsprechend teurer ist. Das ja, nun, ne? Das ist ganz logisch. Und dieses Schiff hast du aber nicht in Charter, das ist dein eigenes, weil ja. Du möchtest auch alle selber fahren, ne? Einmal das und zum anderen ist es so, dass wir sie uns privat eingerichtet haben. Wir lassen unsere Klamotten an Bord. Ja. Ich will nicht jedes Mal, wenn ich gefahren bin, wieder alles abräumen. Ja, das stimmt. Und dann bin ich sehr viel unterwegs, weil meine Kunden wollen ja auch Beratung übers Revier. Und wir sind jetzt 13 Jahre in diesem Revier gefahren. Wir haben einige, wahrscheinlich zigtausend Kilometer in diesem Revier verbracht. Infolgedessen kenne ich mich eigentlich inzwischen sehr gut aus. Also ich muss unseren Zuschauern dazu erzählen, dass Lorenzo und seine Frau nicht hier in Norddeutschland wohnen, sondern ihr wohnt am Bodensee. Richtig. Na, also das sind mal eben so 800 Kilometer, nur um mal eben herzukommen. Aber ihr fahrt ja nicht nur her, um mal eben herzukommen. Wenn ihr herkommt, fahrt ihr auch. Es gibt, ich bin dankbar, wenn ich dienstlich herkommen muss, weil dann kann ich immer noch mal eine Fahrt anschließen. Ja, jetzt sind wir hier auf der Havel. Hinter uns drängelt schon einer. Wie schnell darf man hier fahren? 9 Stundenkilometer. Wir fahren jetzt 5,7. Wir fahren jetzt 6. 6 km/h. Und der kann ruhig drängeln. Auf dieser Strecke zu überholen, es macht wenig Sinn. Nee, weil es auch hier richtig naturbelassen ist, keine Begradigungen. Und wir haben da vorne einen Vordermann. Ja. Und davor ist nochmal ein Hausboot. Also es macht überhaupt keinen Sinn, hier irgendwelche abenteuerliche Überholmanöver zu machen. Leider gibt es doch immer wieder Leute, die das nicht beachten. Ja, die haben auch keine Zeit. Ne? Also wenn ich Urlaub mache, es ist doch Entschleunigung. Ich will doch meine Ruhe haben. Ja. Jetzt sehe ich da vorne zum Beispiel einen Camper auf einem Boot. Also dass ich mit meinem eigenen Camper auf dem Boot. Gibt es hier eigentlich genügend Anlegestellen dafür? Also ich habe mal gelesen, es gibt nur 2-3 Stück. Nee. Das hat sich geändert. Nee. Also die Infrastruktur ist hier inzwischen sehr, sehr gut für alle Typen Boote. Ja. Und was ist so dein, von deinen Erfahrungen her, dein liebstes Fahrgebiet? Wo fährst du am liebsten? Gott, das ist eine Frage des Geschmacks. Wenn ich Natur will, dann fahre ich hier die obere Havel. Wir meandern nachher durch das Überschwemmungstal der oberen Havel. Das ist traumhaft schön, alles noch sehr, sehr naturbelassen, naturgeschützt. Wenn ich ein bisschen mehr Abenteuer will, dann fahre ich durch Berlin. Ja. Bin hinterher gestresst, also muss ich hinterher doch wieder Urlaub machen. Das ist eine wunderbare Ausrede, nochmal Boot zu fahren. Also liebe Zuschauer, wir sind ja auch schon durch Berlin. In einer der Folgen von Traumhaft sind wir ja auch schon durchgefahren. Und Lorenzo, finde ich, hat da schon recht. Also das ist schon eine Hausnummer. Und danach braucht man dann wieder Urlaub. Kann man im Potsdamer Raum machen oder aber natürlich hier. Wir kommen gleich zur ersten Schleuse. Und die meisten Schleusen sind hier Selbstbedienungsschleusen, aber das werden wir gleich sehen.
Ja, das Schiff ist natürlich auch hier mit Satellit und AIS und was es alles gibt und Radar ausgestattet. Und das ist hier an einem Mast. Dieser Mast ist natürlich viel höher als das Schiff. Und wenn die Brücken niedriger sind, kann man diesen Mast hydraulisch auf- und ablegen. Jetzt fahren wir den mal eben hoch. Und man kann ganz deutlich sehen, dass er wesentlich höher ist als das Schiff selber. Wenn jetzt die Brücke nicht hoch genug ist, dann sieht es schlimm aus mit der Beleuchtung. Von daher kann man den hydraulisch runterlegen. So, wir dürfen hier also wirklich nicht so schnell fahren. Vor uns ist einer, der hat Zeit. Wir wollen ja auch in Ruhe hier fahren. Und wenn ich mich hier umgucke, hier sind Wälder. Hier ist die Havel wirklich noch naturbelassen. Keine Begradigungen, Schilf am Rande. Und wir werden schauen, was wir hier noch an Getier alles sehen können. Vielleicht ein Biber oder ein Eisvogel. Alles ist möglich. So, wir sind heute am ersten Seetag hier in Fürstenberg angekommen. Wir schauen uns jetzt ein bisschen um. Gleich treffen wir noch den Bürgermeister. Da freue ich mich schon drauf. Haben einen tollen Liegeplatz hier gefunden, direkt hier am Park.
Und wie gesagt, jetzt gehen wir mal in den Ort, ja, oder Stadt. Fürstenberg ist wohl eine Stadt. Und wir schauen uns ein bisschen um. Kommen Sie mit, kommen Sie ran. Hier werden Sie genauso wie nebenan. Hier ist also das Rathaus, hier wohnt der Bürgermeister, aber ich denke mal, heute ist er nicht da. Aber wir treffen ihn gleich noch. Ich gehe jetzt mal zur Touristinformation. Touristinformation. Ja, aber ich glaube, die bereiten sich richtig auf unser Gespräch gleich vor. Mal sehen, wen wir hier noch so finden. Ich habe da vorne ein paar Pfadfinder gesehen. Hallo. Hallo. Na, wer seid ihr denn? Dreht euch mal um. Da, guck mal, da sind die Leute, die euch sehen wollen. Ihr seid Pfadfinder? Ja. Von welchem ja. Stamm seid ihr denn? PBNL. Von hier aus Fürstenberg? Nee, aus Hamburg. Aus Hamburg? Und wie seid ihr hergekommen? Ja, wir sind mit dem Zug hergefahren und wir machen hier gerade eine Fahrt. Aha. Und jetzt sehe ich hier, ihr macht hier eine Pause. Wo geht's denn noch hin? Wie geht's weiter? Wir gehen bald irgendwo hin und dann zelten wir dort. Ihr geht bald irgendwo hin. Aber ihr seid ja nicht nur ihr drei, ne? Ihr seid doch mehr. Nee, da sind auch noch welche ältere Leute. Einkaufen. Wo sind die denn? Wir sind gerade einkaufen und dann auch noch zwei in unserem Alter. Ja, super, super Geschichte. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Danke. Du bist wer? Leiva. Leiva und? Lilika. Und ich bin der Thomas. Ja, hier in der Wasserstadt Fürstenberg an der Havel gibt es auch einen Altstadtrundgang, wobei man viele interessante Sachen sehen und kennenlernen wird. Und ich bin jetzt auf diesem Altstadtrundgang, habe eigentlich gedacht, das hier ist die Schleuse in Fürstenberg, aber nein, das ist das Wehr. Ja, die Spuren der Zeit gehen auch hier nicht vorbei. Ich denke mal, das Haus steht unter Denkmalschutz und wird saniert. Mir gefällt es sehr gut und es wäre wirklich zu schade, wenn sowas irgendwie weichen muss. Aber ich werde den Bürgermeister gleich mal fragen, was er damit vorhat. Sonst nehme ich es. Tja, auch in Fürstenberg wird das nächste Hochwasser mit Sicherheit kommen. Die ersten Sandsäcke liegen schon. Dum, 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 dum. Und am Ende der Straße ist ein Haus am See. Also hier war Peter Fox. Hier steht sein Haus am See. Ganz genau. Sag mal, ihr wohnt hier ja richtig schön. Ist das ein älteres Haus? Was? Nee, ist ein Neubau. Ist ein Neubau? Die alle hier so, oder? Der steht jetzt 6 Jahre. Aber es sind doch viele Häuser bei, die sind alt. Rechts und links, gerade rüber ist ein Neubau. Hast du Zugang zum Wasser? Ja. Hast du auch ein Schiff? Ja, auch. Also ich sag mal, dann muss man doch ein Schiff haben, ne? Ja, das ist eine schöne. Ja. Und du musst auch noch arbeiten gehen, sagst du, bei so einem Haus? Muss man auch, ja. Vermiete das doch. Nein, das ist natürlich Quatsch. Ja, wir haben eben schon gesehen, also diese Straße hier, das ist ja schon wirklich vom Feinsten. Und wenn ich das sehe, hier die Treppe hier, also das ist ja, ich möchte einmal so eine Treppe runter. Darf ich da einmal die Treppe runterlaufen, so richtig? Dann,
Ach so, ich kann gar nicht vorne, ich muss zur Seite. Ja, ja. Ja. Die Holzbrücke über die Havel. Vor Jahren bin ich hier auch schon mal mit dem Schiff durchgefahren. Und jetzt möchte ich auch mal drüber laufen. So, jetzt wird es Zeit. Ich habe den Termin mit dem Bürgermeister. Mal sehen, was der uns zu erzählen hat. Da muss ich jetzt hin. Ja, endlich sind wir hier in Fürstenberg angekommen und der Bürgermeister hat sich bereit erklärt, ganz spontan, und hat gesagt, ich stelle mich zur Verfügung, ich erzähle euch ein bisschen. Robert, vielen Dank für die Einladung, wir sind gerne hergekommen. Wir sind jetzt hier im, ist das der Stadtpark? Ja, das ist der Fürstenberger Stadtpark. Ja, ja. Und gegenüber liegt gleich auch das Schloss, leider konnten wir da nicht hin, da ist ein Zaun vor. Wieso ist es zu, wird saniert oder was passiert da? Das ist das Barockschloss, das Fürstenberger Barockschloss, das ist in Privatbesitz, hat sich aber bisher nicht sanieren lassen. Es hat das notwendige Geld von Banken und verschiedenen Investoren gefehlt. Es ist im Privatbesitz, das besitzt ein Hotelier von der Insel Usedom. Und er hatte immer große Pläne damit. Das hat sich aber in den letzten Jahren alles sehr schwierig gestaltet, sodass es im Moment noch so dasteht und liegt, wie man es vorfindet. Ja, aber es wäre schade, wenn nichts draus gemacht wird, ne? Wenn es vergammeln würde. Ne? Also wäre schade. Jetzt haben wir bei unserem Rundgang Richtung Schleuse, Hauptstraße, auf der rechten Seite auch noch ein Haus gesehen, was sehr, sag mal, ja nicht runtergekommen, doch runtergekommen ist. Was hat es damit? Bleibt das? Steht es unter Naturschutz? Wird saniert? Was passiert damit? Das ist ein Gebäude, das steht unmittelbar neben einem Wehr. Ja. Und die Bundesrepublik Deutschland hat dieses Wehr neu gebaut und dabei hat sie vorher dieses Gebäude gekauft. Das ist also Bundeseigentum und wir als Stadt haben natürlich das Interesse, dass das in der Perspektive privatisiert wird. Schöner wäre natürlich noch, dass es die Bundesrepublik nutzt für ihre Zwecke. Ja. Man kann hier draußen in der Natur herrlich auch Schulungen durchführen. Wir brauchen da einen potenten Partner, der auch das nötige Kleingeld hat. Sie haben es gesehen, da muss man was reinstecken, damit es auch wieder richtig schön wird. Jetzt würde mich mal interessieren, mal abgesehen von der wunderschönen Lage hier am See oder auch an der Havel, hier Urlaub zu machen, wenn das jetzt nicht wäre, warum mache ich in Fürstenberg Urlaub, wenn der Wassertourismus nicht wäre? Wenn der Wassertourismus nicht wäre? Ja. Das ist natürlich sehr hypothetisch. Unsere Stärken sind der Wassersport. Definitiv. Ja. Der Wassersport ist unsere Lage. Sie sehen, die Stadt ist voll. Sie haben ja die Tage auch die Stadt besucht. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Touristen und Gäste in der Stadt. Was machen die bei uns? Die gehen gerne was Nettes essen. Sie fahren hier mit dem Fahrrad. Sie genießen eine Natur, die sie meist nicht selber genießen können. Wenn ich aus München komme oder aus Stuttgart, dann finde ich das faszinierend, wie naturnah ich hier auf den Gewässern unterwegs sein kann, wie naturnah ich auf Radwegen unterwegs bin, wie dünn besiedelt es auch ist. Das ist ja durchaus ein absoluter Erholungsfaktor. Die Leute, die hier ankommen, die gehen auch immer erholter wieder in ihre Heimat zurück, an ihren Arbeitsplatz. Hier kann man irre viel unternehmen, wenn es quasi mit dem Körper zu tun hat, wenn ich an die frische Luft komme. Und wir sind jetzt nicht Berlin, logischerweise, wo ich jeden Tag zweimal ins Kino kann und Theater besuchen.
Aber das wollen wir und sind wir ja bewusst auch nicht, sondern wir sind Erholungsort. Genau. Und jetzt sehen wir hier im Hintergrund eine Bühne. Hier finden normalerweise auch mit Sicherheit Konzerte statt, oder? Ja, also wir sind jetzt hier im Fürstenberger Stadtpark. Ein genialer Ort. Ich finde fast einer der besten Orte. Und super gepflegt, muss ich sagen. Auch, genau. Top. Auch ohne, wie soll ich sagen, ein Dach über dem Kopf, tolle Feste zu organisieren. Hier findet das jährliche Brandenburger Wasserfest statt. Ja, was dieses Jahr leider ausfällt. Ja. Wir können mit mehreren tausend Besuchern sowas dieses Jahr nicht organisieren. Mhm. Aber sonst ist hier an diesem Pavillon eine große Bühne aufgebaut. Dann gibt es da Live-Acts, da gibt es tolle Musik. Hier ist der Park voller Leute. Hier gibt es verschiedene Angebote. Und wirklich ein ganz toller Ort, um solche Feste zu organisieren und sie zu erleben. Ja, ja, und das kann ich nur bestätigen. Und wer es dieses Jahr nicht mehr nach Fürstenberg schafft, im nächsten Jahr sieht es alles viel besser aus. Und dann würde ich auf jeden Fall herkommen. Oder aber auch vielleicht über die Weihnachtsfeiertage oder Silvester. Ist mit Sicherheit auch schön hier, ne, an der Seenplatte. Und wie man sehen kann, jeder, der hier ein Boot hat, hat auch eine Garage für sein Boot, zumindest die meisten, wenn ich das hier sehe. Da ist Licht an. Man sieht, hier ist der rote Teppich für mich gelegt. Ich frage mal nach, ob der wirklich für mich ist. Wenn jemand zu Hause ist. Schade. Hätte mich gefreut. Ja, hier können wir genau den Fisch- und Kanupass sehen. Ich war gerade in der Touristikabteilung der Stadt Fürstenberg und ich habe ein bisschen Infomaterial gekriegt. Und hier steht, eine ganz besondere Erfahrung bietet der Fisch-Kanupass mitten in der Stadt. Vorbei am Wehr, sogar unter einem Wohnhaus hindurch, rutscht das Boot sanft vom Oberwasser ins Unterwasser. Ein außergewöhnlicher Wasserspaß für die ganze Familie. Umgekehrt geht es natürlich auch. Man muss nur die Kraft der Strömung durch die Treidelleine ersetzen. Das heißt, man kann hier durch, man braucht nicht durch die Schleuse mit dem Kanu. Man fährt einfach hier durch, man rutscht über die Borsten, die natürlich auch die Strömung ein bisschen aufhalten, so hat man uns erzählt. Und auch die Fische kommen hier sehr gut hoch, brauchen also auch nicht durch die Schleuse oder runter. Und ich finde, das ist schon mal ganz beachtlich. Fischerhaus, circa Anfang 19. Jahrhundert als Wohnhaus für Fischer erbaut. Die Concordia ist der Nachbau eines typischen historischen Lastkahns hier aus der Gegend. Diese Kähne wurden gestarkt oder getreidelt und bei günstigem Wind konnte man segeln. Hier kann man jetzt zum Beispiel eine Fahrt unter Segeln über den Stolpsee oder die Siegelhavel unternehmen. Man muss nur im Touristikbüro nach der nächsten Mitfahrgelegenheit nachfragen, also es lohnt sich bestimmt. Ja, morgen. Wir sind heute am Tag 3. Wir sind gerade im Hafen von Fürstenberg losgefahren, fahren jetzt zur Schleuse.
Noch ist es ruhig hier und wir schauen, was heute passieren wird. Wir haben heute ein ganz, ganz strammes Programm. Wir haben heute 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schleusen vor uns und schon ein paar Kilometer. Wenn es so geht wie gestern, dann wird es mit 18 Uhr nichts. Dann kann es auch 18, 30, 19 Uhr werden, ehe wir in Buchholz ankommen. Aber wie sagt man so schön, hier auf der Havel und der Seenplatte, es ist alles entschleunigt. Und wir haben nach der Schleuse Fürstenberg die Schleuse, was ist das, Steinhavel? Ja, und danach haben wir erstmal Zeit und dann werden wir erstmal in Ruhe frühstücken. Und ja, wir bleiben dran und es wird hoffentlich noch schöner. Es ist ein bisschen bewölkt, also, ne? Prost Kaffee. Länge her passt ihr nicht mehr. Nee. Die ist nur knapp 42 Meter. 42. Wie lange ist der da vorne? Der hat wohl, der erste hat wohl 10, der andere 8. Wir haben fast 14. Dann passt das nicht mehr.
am dritten Tag, wie gesagt, wir hatten einiges an Schleusen vor uns. Was heißt hatten? Wir haben immer noch die Hälfte, haben wir schon durch. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Schleuse Kano. Fahren über viele Seen und Flussläufe in der Mecklenburgischen Seenplatte. Ist das schon Mecklenburgische Seen oder ist das noch Brandenburg? Noch Brandenburg. Noch Brandenburg, ne? Kannst du denn schon ein Resümee ziehen, Lorenzo? Wir haben ja schon einiges erlebt in den Schleusen. Also ich bin bisher überrascht. Ich hatte mit mehr Verkehr gerechnet. Ja. Mit deutlich mehr Schiffen. Wir sind ja bisher eigentlich ganz gut durchgekommen. Manche von diesen Schleusen sind historisch, kann man bald sagen. Entsprechend langsam und träge ist das ganze System. Bis Fürstenberg sind Selbstbedienerschleusen, was die ganze Sache noch träger macht, weil natürlich Sicherheitsabstände eingehalten werden müssen. Ab Fürstenberg nach Norden sind sie noch bedient durch Personal des Wasserschifferamtes. Dass das natürlich keine Kapitäne sind, ist auch klar. Viele haben wenig oder gar keine Bootserfahrung. Der Menschenschlag hier oben ist, ich würde sagen, auf der rauen Seite. Aber sie können unheimlich herzlich sein und sie haben einen sehr, sehr speziellen Humor. Ja, das haben wir mitgekriegt. Ja, das stimmt. Der ist für uns Süddeutsche ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Für euch aus dem Niedersächsischen vielleicht schon etwas weniger. Aber wir haben gelernt, damit umzugehen und haben die Herzlichkeit, die Gastfreundschaft, die Hilfsbereitschaft schätzen gelernt. Ja. Kommen wir nochmal zu unserem heutigen Tagesziel. Wir wollen ja heute nach Buchholz. Buchholz ist ja auch eine Station von Kur Yachtcharter. Oder ist es die Hauptstation? Es ist im Grunde genommen die Hauptstation, die Ursprungsstation. Wir firmieren zwar als Ravensburger Firma, das liegt aber daran, dass ich meinen Heimatort dort habe. Ja. Und werden das jetzt aber im nächsten Jahr voraussichtlich ändern auf Buchholz. Dein Heimatort? Nein. Nein, die Station von Kur Yachtcharter. Könntest du dir vorstellen, hier in Mecklenburg-Vorpommern zu leben? Also von landschaftlichen her, von dem Wasserangebot, auch vom Menschenschlag her könnte ich es mir vorstellen. Aber ich habe natürlich mein soziales Umfeld am Bodensee. Und es ist in Ravensburg, da ist da auch schon ein bisschen bergisch, ne? Naja, wir fahren auf dem Bodensee im Schatten der Alpen. Ja, das muss doch genial sein. Was besonders schön ist. Ja. Bodensee hat seine Tücken, vor allem was das Wetter angeht. Ja. Ist ja sehr speziell, aber wir weisen die Leute, die am Bodensee fahren, entsprechend ein und passiert es, Klopfholz, noch nie was. Das Schöne ist ja, wenn wir heute in Buchholz ankommen werden, werden wir in der Mac Cottage, ein Weinkontor, eine Weinprobe mit Sicherheit machen. Es könnte sein, dass da die Aufnahmen nicht so toll werden, aber wir strengen uns an, vernünftige Aufnahmen hinzukriegen, ne, Lorenzo? Aber das liegt ja nicht an uns, sondern an unserem Kameramann. Für die Aufnahmen seid ihr zuständig, da halte ich mich raus. Nur für die Weinprobe. Ja, auch da halte ich mich raus, das macht Hans-Jürgen, der da wirklich ein erfahrener Mann ist, der selber auch Weine kremiert und das mit sehr viel Erfolg. Ja, aber die Weinprobe machst du mit. Jo. Ja. Bis gleich. Bürste da noch liegen lassen, fällt mir mal gerade auf. Morgen. Morgen. Was haben wir denn hier? 15 PS. Geht noch. Moin. Ich sehe gerade, ihr seid am Frühstücken, ne? Immer noch. Ein Bier ersetzt zwei Brote. Zwei Bier ist ein Schnitzel. So, wo wollt ihr noch hin heute? Ja, eigentlich bloß mal
Kabine verschleudern und abgeben. Aha. Wir sind voll. Ihr seid voll? Was ist hier das Wort? Seid ihr schon eine Woche unterwegs oder was? Schön wär's. Ja. Wie weit seid ihr gekommen? Gerade über den See oder wie? Nee, wir waren erst da drüben. Ja. Gestern waren wir da drüben, gestern waren wir die Seite hier. Jetzt bald. Genial. Wo kommt ihr her? Aus Erfurt. Das ist ja auch noch. 4 Stunden? Ja, geht ein bisschen. Ja. Mit ungefähr 7 Pinkelpausen oder so, würde ich mal sagen. Kann gar nicht sein. Nein, wovon denn? Wovon denn? Wir laden noch nach. Ja, ja, wer muss fahren? Arschkarte, ne? Einer ist immer der Dumme. Ich brauche nicht fahren. Wir fahren noch bis Röbel und dann wieder zurück bis Zedenick. Ah, das ist Schleusen hier. Pff. Ja, es nervt übel. Das ist aber jetzt das erste Mal, wo wir richtig was vorhaben. Sonst maximal Stunde. Das geht eigentlich. Wir starten schon ein paar Stunden an der Schleuse. Ja, aber ihr habt ja Beschäftigung. Du hast aber kein Mittagessen. Ja. Hallo? Okay, viel Spaß noch. Gute Heimreise. Ciao. In dieser Schleuse, da passt nicht viel rein. Ja, hier heißt es jetzt erstmal mindestens 2, 2,5 Stunden warten. Wie so gut aussieht, hat die Schleuse nicht mal 30 Meter. Und 2 Schiffe a 14 Meter. Jetzt schon eng, ne? Wir sind jetzt hier in Miro angekommen. Man sieht hier diese wunderschönen Wochenendhäuschen, die auf Pfählen stehen. Und viele haben sich dann natürlich auch Rollos oder Garagentore gebaut, weil sie unten ihr Fahrzeug, ihr Schiff haben. Wenn ich hier ein Haus hätte, ich hätte natürlich auch ein Schiffchen. Vor uns liegt jetzt die Schleuse Miro, die letzte für heute. Danach haben wir noch ungefähr 18 Kilometer, ungefähr 1,5 ja, etwas mehr Stunden bis zum Hafen nach Buchholz, wo wir dann festmachen. Und dann haben wir heute Abend da drehfrei. Freue ich mich tierisch drauf. Jetzt heißt es aber erst noch mal warten. Schleuse, das sind hier gute 4 Meter, die wir geschleust werden. Da liegen ein paar Schiffe. Ich denke mal, Stunde müssen wir warten. Und dann geht es weiter. Und dann kommen wir morgen auch schon in die Müritz.
Ja, pünktlich zum Abend reißt der Himmel auf und die Sonne kommt raus. Blaue Stellen haben wir da schon und wir verlassen jetzt die Flussläufe und Kanäle und kommen auf die kleine Müritz. Geradeaus weiter geht's zur großen Müritz, wo wir allerdings erst morgen hinfahren. Wir biegen gleich links ab in den Müritzarm und fahren runter nach Buchholz, wo es heute Abend eine super Weinprobe gibt. Und da freuen wir uns schon drauf. Auch mein Kameramann, ne, Mike, freust dich auch drauf, ne? Ja. Heute am Tag 3 haben wir unser Ziel fast erreicht. Das ist der Hafen in Buchholz, wo wir heute festmachen werden. Und ich habe es ja vorhin schon erzählt, eine Weinprobe gibt es heute, morgen. Werden wir darüber berichten, wir werden es euch zeigen. Heute haben wir drehfrei. Und ja, hier im Müritzarm ist es einfach sehr ruhig und dieser Naturhafen. Ich bin gespannt, wie es da aussieht und wir sehen uns bestimmt. So, ich komme jetzt gerade hier von der McCortage. Wir haben heute schon eine kleine Weinprobe gemacht, eine kleine, eine etwas größere. Morgen machen wir die nochmal für euch. Und jetzt muss ich gucken, dass ich ins Bett komme. Ja, hallo, es ist Tag 4. Wir sind hier in Buchholz, wo der Hauptsitz von PUR Yachtcharter ist. Und neben mir ist der Hans-Jürgen und er ist Miteigentümer von PUR. Ihr habt den Hauptsitz hier in Buchholz. Hat das einen Grund, warum gerade hier? Also es sind zwei Sachen. Juristisch gesehen sitzt unsere GmbH in Ravensburg, wo Lorenzo privat wohnt. Aber der Sitz, der eigentliche Firmensitz, auch so die Adresse, ist Buchholz an der Müritz. Ist natürlich auch ein bisschen was Marketingmäßiges dabei. Wenn man schon Schiffe hier oben auf der Seenplatte vermietet, sollte man natürlich auch einen Sitz in der Seenplatte haben. Ja. Und dafür eignet sich Buchholz besonders. Und du hast hier ein Haus und ein Weinkontor. Einige sehen wir hier schon. Ja. Das machst du nebenbei. Das ist Hobby. Ja. Genau, Hobby und teilweise auch Altersversorgung. Man denkt ja auch ans Alter. Ja, natürlich, aber das ist ja bei dir noch ein bisschen hin. Ne? Ja, es geht. Jetzt sieht man hier auch einige Weine, da steht dein Name drauf. Korrekt. Uhing. Was hat das zu bedeuten? Bist du Winzer? Machst du deinen eigenen Wein oder wie verstehst du das? Also als erstes bin ich Weinliebhaber und setze mich mit der Materie Wein schon privat seit vielen Jahren zusammen. Hatte auch ein Weinrestaurant in meiner Heimatstadt Worms gehabt und habe dort begonnen, eigene Weine zu kreieren. Ja. Das heißt, ich habe gute Freunde, die sind Winzer, die geben mir die Chance, die Weine in ihrem Rohzustand im Keller auszuprobieren, dort die Weine zu selektieren, die mir zusagen und aus diesen selektierten Weinen dann ein Cuvée zusammenzubauen, das ich dann unter meinem Namen vermarkte und was dann auch meine Zielrichtung von Wein widerspiegelt. Wir haben ja nun gestern waren wir ja schon mal hier und haben noch eine kleine Weinprobe gemacht. Ich bin leider ein bisschen abgestürzt. Ich bin A, kein Weinkenner. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Wein und ich liebe süßen Wein. Und gestern hat er mich überzeugt, auch mal einen Herben zu trinken, der sehr gut war. Ja. Also wie kann das angehen? Dass, wenn ich sage, ich liebe süßen Wein, ich mag keinen Herben und du gibst mir einen Herben und ich sage, der schmeckt, der ist gut. Gut, also sag mal trocken oder herb, wie du sagst, gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Ja? Das heißt, welche Fruchtigkeit, welche Rebsorte ist in einem trockenen Wein drin. Es gibt also trockene Weine, die sehr, sehr fruchtig sind. Dann kommt natürlich die Säure zum Tragen und welche Säure. Ob das jetzt schon Buttersäure ist oder noch die Apfelsäure in der Rebsorte. Und diese Dinge spielen dann zusammen. Und was dir jetzt gestern geschmeckt hat, das war unser neuer Jahrgang am Rosé. Das ist jetzt ein Cuvée aus Spätburgunder, Cabernet Sauvignon Merlot gewesen.
Der hat so ca. 7,5 Gramm Restzucker in der Kante. Die Säure ist relativ, aber halt getragen von einer schönen Fruchtigkeit. Und deswegen konntest du bequem diesen trockenen, schön gekühlten Rosé trinken. Und ich muss sagen, obwohl ich einen leichten im Tee hatte, ich habe heute keinen Kopf. Das wäre schlimm, ja. jetzt nochmal die Frage, du sagst, der hatte so und so viel Restzucker. Ja. Das steht ja nirgendwo drauf. Woher weißt du das, dass der so und so viel Restzucker hat? Das weiß man dann. Gleitschreiben zum Wein oder wie ist das? Nee, aber wenn du einen Wein machst, bekommst du auch zum Schluss die Analysewerte, ja, weil der Wein wird ja auch eingereicht zur Qualitätskontrolle bei uns in Rheinland-Pfalz, bei der Landeskammer, und erhält dann so eine sogenannte AP-Nummer. Das heißt, es ist ein Qualitätswein. Es gibt auch Landweine, die müssen das nicht mitmachen, aber der klassische Qualitätswein hat das. Und dafür ist es notwendig, dass der Wein durch eine Analyse im Labor gegangen ist, wo dann alles drinsteht, wie viel Schwefel da noch drin ist, wie viel Zucker, wie viel Alkohol und dieses und jenes. Das ist dann bekannt. Das schreibt man aber jetzt nicht aufs Etikett. Aufs Etikett schreibt man lediglich den Alkoholgehalt. Also ist praktisch wie das große Blutbild. Ja, so ein bisschen. Ja, aber auf einer guten Weinkarte, ja, beziehungsweise in der Karte des Winzers, kann man dann auch lesen, wo A und S und RZ draufsteht. Wenn ich jetzt zu Hause Wein habe und ich mache daraus einen Wein, darf ich den so einfach in den Handel bringen? Weil du sagtest gerade, der muss kontrolliert werden. Er kann kontrolliert werden. Du musst keinen Qualitätswein auf den Markt bringen. Du musst ihn halt dann nur anders bezeichnen. Ja, ich glaube, die offizielle Bezeichnung ist dann Landwein oder auch Tafelwein teilweise. Und dann kannst du das vermarkten. Ja, weil, wie gesagt, es gibt ja auch die Winzergenossenschaften, die ganz großen, also keine Winzergenossenschaft, der falsche Begriff, die, ja, sag mal so, Weinvermarkter, will ich es nennen, die kaufen dann bei den Bauern im Herbst Riesenmengen, 20, 30, 50, 100.000, ein paar hunderttausend Liter Wein auf. Okay. Bringen die zusammen und das geht dann auch primär in den größten Markt Deutschlands, ist der Lebensmitteleinzelhandel, wo die meiste Menge deutschen Weins verkauft wird. Ja, also ich danke dir erstmal, dass du uns einen kleinen Einblick geben konntest hier im Norden über Weine, was machbar ist und was schmeckt und was nicht. Wir wollten eigentlich heute eine Weinprobe machen, aber ich möchte heute nicht mehr. Das war genug jetzt. Und ich danke dir erstmal. Gerne. Und für PUR und fürs Weinkontor wünschen wir dir noch viel Erfolg. Dann ging es für uns auf die Müritz. Und die Müritz bedeutet kleines Meer. Ich fand, es war schon etwas größer als ein kleines Meer. Naja, sie ist der größte See, der vollständig innerhalb Deutschlands liegt. Der Bodensee ist zwar größer, an ihm haben aber auch Österreich und die Schweiz Anteile. Wir machten einen kurzen Abstecher nach Sitodorf und holten uns dort frisch geräucherten Fisch und dann ging es nach Röbel.
Ja, Röbel an der Müritz ist immer ein Besuch wert. Das mit dem Wasser, das hatten wir ja schon in Fürstenberg, das muss ich ja nicht nochmal machen. Ne? Ich habe einen Termin mit dem Bürgermeister, er erwartet uns im Rathaus. Wir wollten eigentlich irgendwo in den Park gehen, aber das Wetter ist zu unbeständig. Mal Regen, mal Sonne. Bevor ich nass werde, gehe ich doch lieber rein zu ihm. So, jetzt ist es soweit. Ich bin im Rathaus in Röbel und der Bürgermeister hat uns eingeladen. Andreas Sprick ist der Bürgermeister hier. Nicht wundern, wir kennen uns, deswegen duzen wir uns auch. Und viele der Zuschauer werden ihn auch kennen aus Wadenburg, aus Benthullen. 2018 war das, genau. Da haben wir uns kennengelernt zum Jubiläum. Ne? Genau. So, und jetzt der Gegenbesuch. Wenn wir schon mal hier sind, muss man ihn natürlich auch besuchen. Sie nicht, aber ich. Andreas, erzähl doch mal so ein bisschen deine Hauptaufgaben hier in einem Traumurlaubsgebiet. Was ist das, deine Hauptaufgabe? Wie bei jedem Bürgermeister? Ich sag mal so ganz ketzerisch, schnöde Verwaltungsarbeit. Ja. Nein, aber nee, es ist schon schön, hier diesen Job als Bürgermeister zu machen. Also Röbel ist ja die amtsführende Gemeinde des Amtes Röbel-Müritz. Also der gewählte Bürgermeister ist zugleich auch der leitende Verwaltungsbeamte des Amtes. Wir sind ja ähnlich strukturiert wie Wadenburg. Ähnlich groß, sag ich mal, vielleicht ein Tick größer von der Fläche her, von der Einwohnerzahl seid, glaube ich, ihr ein bisschen größer, ihr habt, glaube ich, 16,5. Wir sind 14,5 Einwohner in unserem Amt, also ähnlich strukturiert, wie es eben in Wadenburg auch ist, ländlich geprägt und ja, und die Aufgaben, die hat man eben einfach. Wir sind 18 Gemeinden. 18 Gemeinden, ja. Wir hatten zwar bis vor einem Jahr eine Gemeindefusionswelle sollte es eigentlich werden, so hatte sich das die Landesregierung vorgestellt, aber im Prinzip haben wir nur zwei Vereinigungen, also freiwillige Zusammenschlüsse von Dörfern gehabt und wir haben noch zwei oder drei Dörfer, die wirklich um die 100 Einwohner haben und vollkommen selbstständig mit eigenem Bürgermeister, mit eigenem Gemeinderat, mit eigener Feuerwehr und. Aber wie gesagt, es war eine freiwillige Aktion, die das Land ausgelobt hat, auch gut prämiert hat, aber einige wollten es nicht. So, die meisten wollten es nicht. Und so sind wir eben eigentlich noch eine sehr zahlreiche Gemeinschaft, kommunale Gemeinschaft mit manchmal auch Schwierigkeiten. Jetzt sind wir natürlich auch schon so ein bisschen hier durch den Ort, Stadt. Stadt. So viel also Zeit muss sein. Viele Urlauber sagen immer, ach, das ist eine Stadt. Ja, so viel gut, Zeit muss sein. Wir sind schon ein bisschen rumgelaufen, haben jetzt aber auch gar nicht so viel, was an Tourismus angeht, wie man das so kennt. Andenkenshop, ja, Souvenirs. Ja. Lebt Röbel vom Tourismus oder nein, nicht? Also Röbel ist schon in den 50er oder sagen wir in den 60er, 70er Jahren ein Tourismusort gewesen. Es waren ja in der Regel in der DDR-Zeit die Betriebsferienheime, die viele Betriebe hatten hier ihre Bungalows oder auch größere Location gehabt, wo sie dann ihre Mitarbeiter aus den Firmen eben in den Urlaub geschickt haben, auch Kinderferienlager. Aber es spielte zum Beispiel nicht die Rolle, wie es oben an der Ostsee ist, wo ja einige Orte reine Touristenorte sind. Also wir sind eine ganz normale Stadt, sage ich auch, und wir haben auch Wirtschaft, also im Gewerbegebiet, Optimal Media als größter Arbeitgeber hier mit 750 Angestellten. Das ist schon eine Größenordnung für unsere Region. Und ich finde es eigentlich auch gut, dass man immer zwei Standbeine hat. Also der Tourismus ist gut, er ernährt sehr, sehr viele Leute und wir sind auch stolz darauf, wenn viele Leute herkommen und fotografieren und sich über unsere schöne Stadt freuen, wie wir uns ja auch über unsere Stadt freuen. Aber ich sehe das wirklich nicht als alleinige Standbein. Das wollten wir auch nie so haben. Also es ist sehr regional, sehr und auf die Müritz-Region in unserem Amt bezogen, Dörfer, Altenhof, die 20 Kilometer von uns weg sind. Das sind richtige Dörfer, wo eigentlich nur in Anführungsstrichen Landwirtschaft ist, die eigentlich mit dem Tourismus gar nichts zu tun haben. Ne? Dann führte uns der Bürgermeister noch durch sein Röbel und zeigte uns vieles, was wir sonst zu Fuß eigentlich gar nicht gesehen hätten.
gute Frage, warum man in Röbel übernachten sollte. Ich denke mal, der Blick sagt mehr oder weniger alles. Bootshäuser, Natur, Wasser und vor allem viel Ruhe. Also für jemanden, der auf der Suche ist nach einem passenden Naturerlebnis, Zeit und Familie verbringen möchte, ist in Röbel auf jeden Fall richtig aufgehoben. Ein bisschen abseits des Trubels, in exponierter Lage am Westufer der Müritz. Ich denke, schönes Urlaubsziel. Ich kann mich nur bedanken fürs nette Gespräch bei Andreas Gespräch, dem Bürgermeister von Röbel. Und wir kommen mit Sicherheit gerne nochmal wieder. Ja, von mir aus auch liebe Grüße an die Badenburger, die ich kenne, die mich kennen, an den Bürgermeister Christoph Renz, an Heino natürlich, der ja schon lange Wegbegleiter für uns ist. Und ich freue mich schon, dass wir demnächst wieder bei euch auftauchen können, auftauchen dürfen. Zu eurem Jubiläum, auch wenn es ein Jahr verschoben ist. Egal, gefeiert wird immer. Dankeschön. Ja, nachdem wir also jetzt richtig schön gemütlich bei strahlendem Sonnenschein, blauem Himmel, ein paar vereinzelten Wölkchen super gefrühstückt haben, sind wir jetzt wieder auf einem Kanal, naja, Flusslauf in Richtung Miro. Wir müssen ja auch irgendwie wieder zurück bis Zetenick-Mildenberg. Wir haben ja den Weg hierher in 2 Tagen gemacht. So viel Stress wollen wir uns jetzt nicht mehr machen. Jetzt nehmen wir 3 Tage. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Unser Skipper Lorenzo ist guter Dinge. Und ja, wir müssen ihn nur bei Laune halten. Immer schön Kaffee bringen, Wasser bringen, damit er gute Laune hat und uns wunderbar hier durch die Seenplatte fährt. Das macht er bisher super. Und das Schönste ist, ich habe Urlaub. Natürlich darf auf so einer Rundreise auch das Geschichtliche nicht fehlen. Und Lorenzo hat mich zu einer Wette herausgefordert. Lorenzo, was gibt's denn da? Naja, es geht um die Frage, wer der letzte Großherzog von dieser Gegend hier war, was er für eine Bedeutung hatte, wo er zu Hause war und die Umstände seines Todes, die Legenden umrankt sind. Okay. Also, da wir jetzt kurz vor Miro sind, denke ich mir mal, dass er im Schloss von Miro gelebt hat, aber alles andere, die Umstände seines Todes, ich weiß ja nicht mal, wann er gelebt hat. Also habe ich die Wette schon gewonnen. Ja, so gut wie. Der ist 1884 geboren und 1918 gestorben. Großherzog Adolf Friedrich VI. Von Mecklenburg-Strelitz. Die Umstände seines Todes sind bis heute nicht geklärt. Er ist abends rausgegangen, erschien nicht wieder. Er wurde gefunden in der Nähe von Strelitz, tot aufgefunden mit einem Schuss in der Brust, der wohl aber primär nicht tödlich war, sondern man geht davon aus, dass er vornüber ins Wasser gefallen ist und letztendlich ertrunken. Da sein letzter Spaziergang auf der Insel des Schlosses Miro stattgefunden war, man ihm Liebeskummer und Depressionen unterstellt hat, ist möglicherweise das der Ursprung des Namens dieser Insel, die Liebesinsel. Aha. Ja, und wir haben natürlich abgemacht, wer die Wette verliert, muss natürlich Deckschrubben. Wie das so am Bord üblich ist. Ja. Kiel holen oder Deckschrubben. Ja. Du hast die Wahl. Ja, also das Kielschwein war ich schon. In der Backschaft war ich auch schon. Backschaft heißt hier
das Abwaschen, das nennt sich Backschaft. Und an Haspel, das geht gar nicht. Also ab zum Deckschrubben. Es sei denn, ich krieg auch einen Sekt, dann seid ihr ganz toll. Achso, oh, da müssen wir einen neuen aufmachen, aber der ist nie gekühlt. Doch. Das steht nicht. Hast du? Oh, sie hat. Wo habt ihr übernommen? Rechlin? Rechlin, genau. Ja, ja, doof, Müritz. Ja, und wo bei Wolter heute? Ja, wir wollen kurz vor Fuß. Ja. Nehmt ihr oben Roséwein? Ich nehme alles, Hauptsache das ballert. Für mich nicht. Wir haben keinen kalten Sekt. Genau. Wir waren heute schon so süffig. Wir sind, was haben wir denn heute? Dienstag, vorgestern, so gekommen. Ah, aber wir haben keinen kalten Sekt. Ja, richtig. Das ist heute noch wenig. Wir haben das von 3 Stunden an der Folge. Und jetzt sind wir bei fast 2,5. Dann weiß ich, was uns noch. Wir sind ganz hinten. Kameramann, der soll arbeiten, aber... Ach, der kriegt auch was. Ja gut, da können wir ja wirklich froh sein, dass wir keinen Tontechniker mit haben. Ja, wegen Corona. Normal haben wir Tontechniker dabei, langer Mikroangel. Aber geht nicht. Ihr seid ganz schön von Norden und erzählt uns was so Seemannsland. Ja, gut. Ja. Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Auch dass ihr noch einen schönen Urlaub habt. Ja, danke. Und wir haben noch alle Fälle. Ja, mein Mann kriegt auch einen. Sehr freundlich, sehr freundlich. So. Ganz ja, Mahlzeit. Trinken und filmen, das stelle ich mir schwierig vor. Die besten Aufnahmen macht er eben einen Tee. Ja, ne? Das Filmen geht ja von allein. So, nach gut 2 Stunden und einem leckeren Stück Kuchen
den ich eben geholt habe, weil wir ja lange warten mussten an der Schleuse hier in Straßen, geht es nun endlich hinein in die Schleuse. Das Wetter wird immer besser. Ich werde gleich mein Bikini anziehen und in die Fluten springen. Die schönsten Bekanntschaften findet man am Steg und deswegen am letzten Abend hier oder am vorletzten Abend in der Seenplatte hier in Brandenburger Seenplatte sind wir hier, in Mecklenburger. Von daher Prost und Hauptsache See. Ja. Was ist Vollzeit? Der Hecht verkrault echt jeden Tag die Geil. Guck mal, ich kann schon gar nicht mehr stehen. Vorher gehabt. Das ist deine Frau, ne? Nee. Das ist ja, nee. Also ihr beiden zusammen. Das ist eure. Ah, jetzt. Und die Söhne verstehen sich auch. Ja. Ja. Die sind uns seit fünften Tag. Das ist der Grund, warum die zusammen in Urlaub fahren. Also, wie alt seid ihr? Nicht sagen. 20. Ja, ein bisschen älter. Wieso? Wir sehen ein bisschen jünger aus. Ja. Gut gehalten. Ja, wie eure Frau. 25 und 26. Ja, gut, das geht ja noch. An den Ufern der Havel kann man bei viel Glück die brandenburgischen Wildponys sehen. Die sehr scheuen einheimischen Tiere
wissen genau, dass hier am Wasser ihnen nichts passieren kann. Heute haben wir wirklich sehr viel Glück. Wir sehen sogar jetzt hier die brandenburgischen Wildkühe, die hier mit ihren Kälbern entlang der Havel flanieren. Sollte man diese scheuen Tiere sehen und auch mal melken können, ihre Milch ist in einem klaren und starren Grün, weil sie den ganzen Tag das beste Grün hier aus Brandenburg fressen. Ja, eine traumhafte Reise geht zu Ende und auch eine traumhafte Staffel neigt sich dem Ende zu. 8-mal war ich für euch unterwegs und habe von den schönsten Gegenden aus dem norddeutschen Raum und auch aus dem ostdeutschen Raum gezeigt. Also wir waren mit Pur Yachtcharter unterwegs. Dr. Lorenzo Bündel, ein guter Freund geworden, Lorenzo. Es war super hier an Bord mit euch. Ja. Hat super geklappt. Wir hatten ja erst so Bedenken wegen den Hygienevorschriften, aber wir haben es gut hingekriegt. Ja. Deine Frau auch nochmal einen herzlichen Dank, hat uns super bewirtet. Und wir waren on Tour mit Pur. Der musste jetzt sein. Ihr fahrt von hier noch 2 Tage weiter, dann geht das Schiff nochmal in den Heimathafen. In den Heimathafen noch, wird nochmal überholt und ihr wollt dann irgendwann das Schiff verlegen nach Belgien. Richtig. Was habt ihr euch da, wie lange soll es dauern? Wir sind jetzt 13 Jahre hier oben gefahren, haben das ziemlich alles abgegrast, sage ich mal. Jeden Baum. Und wollen jetzt in die holländischen, belgischen Gewässer. Die Überführung wird, wir werden uns Zeit lassen, 3 Wochen, 3,5 Wochen dauern. Wir werden uns einiges ansehen zwischendrin in Magdeburg, ja. Münster, es gibt schon Wolfsburg. Es gibt schöne Ziele, sich da also in aller Ruhe das machen. Ja, also da bin ich auch ein bisschen neidisch. Auf jeden Fall nochmals vielen lieben Dank an die Pur Yachtcharter. Also wer hier oben mal fahren möchte und ein bisschen Komfort haben möchte, geht einfach auf die Webseite und bucht bei Pur. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns mit Sicherheit wieder. Erstmal von hier aus tschüss und bis bald.